Unsere Gemeinden stellen das direkte Lebensumfeld der Steirer dar. Die Freiheitlichen wollen gemeinsam mit den Bürgern die hohe Lebensqualität unserer Heimat erhalten und weiterentwickeln. Ich bin in meiner Funktion als freiheitlicher Bundesrat seit vielen Wochen tagtäglich mit der Bewältigung dieser Corona-Krise beschäftigt. Was mir auf Gemeindeebene fehlt, das ist ein Bürgermeister, der willens ist, Entscheidungen zu treffen. Ein Bürgermeister, der gerade in dieser Ausnahmesituation Handlungen setzt, um seine Gemeindebürger zu unterstützen. Und gerade in dieser Phase zeigt sich Bürgermeister Bernd Osprian handlungsunfähiger und bewegungsunfähiger denn je. Viele, viele Menschen sind unverschuldet in Not geraten. Viele Menschen sind in Kurzarbeit. Und gerade jetzt muss eine Gemeinde unterstützen, Aktionen setzen und nicht die betriebswirtschaftlichen Eigeninteressen von sich und seinen roten Genossen verfolgen. Als Bürgermeister hätte ich in dieser Krise viele, viele Dinge anders gestaltet. Als Sofortmaßnahme hätte ich das Budget 2020 überarbeitet. Hier sind viele Budgetpunkte drinnen, die jetzt frei geworden sind aufgrund dieser Krise. Als Soforthilfe würde mir hier zum Beispiel der Volzberg-Gutschein einfallen. Ein Gutschein, mit dem man in ganz Volzberg einkaufen kann bei allen Betrieben. Das würde einerseits unsere Bürger entlasten, andererseits aber auch die Wirtschaft fördern. Wir konnten aufgrund unseres Antrags einstimmig den Beschluss fassen, dass die Stadtgemeinde Volzberg im Jahr 2020 keine Gebühren für Gastgärten einhebt. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Schritt und ein wesentlicher Beitrag für unsere Gastronomen, dass wir diese in dieser immerhin sehr schwierigen Zeit entlasten können. Weiters konnten wir im Bereich der Volzberger Innenstadt ein zweistündiges Gratisparken umsetzen. Man sieht hier, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Wir fordern seit vielen, vielen Jahren ein dreistündiges Gratisparken zur Belebung der Volzberger Innenstadt. Gerade in der jetzigen Krise, in diesem jetzigen Ausnahmezustand, sieht man, wie wichtig es ist, dass wir viele verschiedene und attraktive Freizeitmöglichkeiten auch in unserer Stadt haben. Hierzu prädestiniert ist dieses ehemalige Tagbaugelände in Zanktal. Ich möchte dieses ehemalige Tagbaugelände hier in Volzberg-Zanktal zu neuem Leben erwecken. Mit einer Mountainbike-Arena das Sport- und Freizeitprogramm hier in Volzberg erweitern und somit auch den Tourismus bis weit über die Gemeindegrenzen hinweg ankurbeln. Ich wünsche mir für unser Projekt Mountainbike Arena Volzberg einen Schulterschluss von allen Parteien im Volzberger Gemeinderat, um diese Vision so schnell als möglich umzusetzen. Wir Freiheitliche wollen Volzberg neu denken. Unser Motto lautet: Gestalten, nicht verwalten. Wir stehen klar für eine fortschrittliche, transparente, innovative und familienfreundliche Gemeindepolitik für ein lebenswertes Volzberg. Deshalb bitte ich Sie am 28. Juni um Ihre Stimme. Jetzt geht es um Volzberg.